Hallihallo und Löhle und willkommen zurück bei Broconer Germany. Heute zu unserem 4K-Abo-Special, unser FIQ. Wir haben uns hier 2021 Fragen rausgesucht, so um den Dreh. Jeweils YouTube, Facebook gemischt, wir haben es auf beiden Sachen gepostet. Yes. Ja, ich würde ganz einfach sagen, wir haben uns da draus gepickt, was uns so gefallen hat, wo wir gedacht haben, ja, das ist eine Frage, die hauen wir mal rein. Die eine oder andere finde ich auch ganz gut. Der Brinksinator hat gefragt, wann habt ihr mit dem Rauchen angefangen? Ich muss rechnen. Also ich habe mit dem Rauchen angefangen circa 2003. Und das heißt angefangen hier und da mal, irgendwo wo mal eine stand, mal ein bisschen was mitgeraucht. Natürlich wunderbar, selbst Zinderkohlen, na klar. Na klar, na klar, Doppelapfel. Ja. Das war deine Zeit. Bei mir war es, glaube ich, ich bin immer noch am Rechnen, vor 9 Jahren. Ja, vor 9 Jahren war es. Da habe ich angefangen mit, was hatten wir? Es war auf dem Kreuzfest, ich weiß es noch. Da war ich ziemlich betrunken und habe auch erstmal richtig auf die Füße. Also Kreuzfest ist hier so ein Fest von uns, Junggesellenverein hier aus dem Ort. Die haben ein Kreuz hier auf den Berg gestellt. Von Hand ein riesengroßes Teil auf dem Gipfel von einem Berg. Ich glaube 6 Meter hoch und 4 breit. Ich war damals noch nicht dabei. Nee, das ist. Aber das wird jedes Jahr gefeiert. Da wird oben ans Kreuz gegangen und da wird ein bisschen gebäschert und ja. Dönerspieß und so. Alles ist am Start. Auf jeden Fall immer sehr lustig. Ja, damals habe ich da angefangen. Ich glaube, es war Traube Münze. Ich weiß es nicht mehr so genau. Fand ich aber cool und dadurch habe ich dann angefangen. Rudik Hennessy-Vor. Nee, Hennessy. Das Wo ist. Das ist mit da reingerutscht, Entschuldigung. Genau. Rudik Hennessy hat gefragt, welchen Tabak könntet ihr ohne Ende rauchen? Also bei mir ist das momentan, wie gesagt, ist immer so eine Zeitaufnahme, weil das ändert sich immer. Ne? Ich habe wirklich nicht immer einen Tabak, den ich wirklich immer durchballern kann. Aber im Moment ist das für mich, Tabak, den ich immer rauchen kann, Smokies Lemon Lime. Das ist momentan so mein Favorite. Ich würde sagen, es klingt komisch, weil ich echt ein Traubehasser bin, aber ich mag momentan echt sehr, sehr gerne Traube Minze. Rauche ich in letzter Zeit echt gerne. Wieder Brinksinator. Wie viele Pfeifen habt ihr? Da haben wir eben mal grob gezählt und wir müssen bei 45 sein. 45, 46, so in den Dreh müssten es sein. Ja, so in den Dreh. Wir teilen uns das immer so ein bisschen auf. Genau. Also klar, es gibt Pfeifen, die hat er sich gekauft, die stehen natürlich hier. Es gibt Pfeifen, die habe ich mir gekauft, die stehen natürlich bei mir. Und die Pfeifen, die wir für Reviews gestellt kriegen, die teilen wir uns immer so regelmäßig auf und wechseln auch mal hin und her, damit jeder mal was davon hat. Richtig. So sieht das bei uns aus. 45 sind mit kleinen, großen. Genau. Sogar meine zweite Pfeife, die existiert noch. Damit kann man zwar nicht mehr rauchen, die ist von innen total versifft und auch kaputt und ist das Gewinde ab und alles Mögliche, aber ich habe gesagt, war eine schöne Zeit. Zur Deko kann man sie noch stehen lassen. Richtig. Der FG Shadow hat gefragt, wann habt ihr zum ersten Mal geraucht? Was war eure erste Pfeife? Also haben wir das erste Mal geraucht haben, haben wir eben schon erwähnt. Und unsere erste Pfeife, also meine erste Pfeife, damals null Ahnung gehabt. Ich war damals mit meiner Ex-Freundin in Tunesien im Urlaub und habe an irgendeinem Ramschladen eine tunesische, ich sag mal, Dradi gekauft. Keine Ahnung, was es für eine Marke war. Hatte auch überhaupt keine Ahnung, wie da war. Ja, aber nicht viel dafür bezahlt. Keine Ahnung, umgerechnet. Keine Ahnung, 50 Mark oder so, das war ein Mark noch. Keine Dichtungen dabei, gar nichts. Ich erinnere mich. Habe ich noch mit Panzertape geklebt ja, und hier geklebt Bund, ja. Und alles Mögliche. Wie gesagt, null Ahnung davon gehabt und ja, das war meine. Meine war eine Aladdin. Kann euch nicht sagen, welches Modell. Es war auf jeden Fall eine relativ kleine, ich glaube, die hatte eine Höhe von 40 cm ungefähr. Und so ultra dünnes Glas. Ultra dünnes Glas in so einem pottenhässigen Blau. Ich glaube, wenn du dagegen geschnipst hättest, so zack, klirr, wäre die Gabotte, ja, ne? Richtig. Sehr geile Frage.
Weil die Frage geht so ein bisschen in den Privatbereich rein. Ja? Wir haben ja noch ein Privatleben, es ist nicht nur YouTube und Shisha. Wieder vom Prinxinator, der hat es echt drauf in den Fragen. Wie viele Caps habt ihr? Vorneweg, ich habe nur 5 und davon sind 3 Kappen, die ich nur auf der Arbeit trage. Ich trage auf der Arbeit gar keine Kappen mehr. Meine Arbeitskappe, die ist letztens, die war so versifft und alles, die habe ich weggeschmissen. Auf der Arbeit trage ich immer Zopf. Kommt auch Luft an den Kopf. Aber sonst bin ich eigentlich sehr, sehr kappenverrückt. Also ich besitze 26 Kappen. Yes. Und es kommen auch immer wieder neue dazu. Wenn ich eine geile Kappe sehe, dann wird die gekauft. Richtig. Driver63 Matthew hat geschrieben, wie alt seid ihr und wie lange raucht ihr schon regelmäßig? Also, alt, ich bin... Junge 33 Jahre alt. Yeah. Ich weiß, man sieht es mir nicht an. Aber ohne Bart, Babyface. Ich bin wirklich 33. Ja, und wie lange regelmäßig schon rauchen. Regelmäßig Shisha rauchen. Kann ich so eigentlich gar nicht. Wüsste ich auch nicht. Ich würde sagen, seit 2 Jahren ungefähr. Ja, doch. Also seit 2 Jahren richtig, richtig intensiv. Davor auch immer so, klar, so 2-3 Köpfe die Woche oder so. Aber mittlerweile sind das ja jeden Tag 2-3 Köpfe und am Wochenende eskaliert das sowieso. Richtig. Mein Counter steht, glaube ich, bei 400 irgendwas in die 70 seit dem 1.1. Aber wie lange wir wirklich schon regelmäßig Shisha rauchen? Wüsste ich jetzt auch nicht so. Ist auch ein grober Begriff, ne? Regelmäßig. Was ist regelmäßig? Regelmäßig ist eigentlich auch schon einmal die Woche. Wäre auch schon regelmäßig. Wäre auch schon, genau. Wäre auch schon regelmäßig. Zu meinem Alter, ich werde in wenigen Tagen junge 25. Master of Puppets 1990. Welche anderen Hobbys... Metallica. Welche anderen Hobbys geht ihr nach? Shisha und YouTube ausgenommen. Meine Hobbys sind nebenbei das Fotografieren. Ja, wer vielleicht unser Instagram kennt, der weiß Bescheid. Ich fotografiere gerne unsere Pfeifen. Hau ich einfach mal rein den Link. Nebenbei mache ich so ein bisschen Car-Photography, People-Photography, von normal Fashion bis hin zu Teilakt oder keine Ahnung. Ansonsten dallen wir zusammen halt relativ gerne mal, gelegentlich. Wir kommen halt leider seltener zu, aber wir zocken gelegentlich mal zusammen so ein bisschen Dying Light und sowas. Ja, also... Autos? Ja, Autos relativ. Also, das heißt, ich habe so ein mittelmotorisiertes Auto, sag ich mal. Mit 250 PS. Ja, Autos ist schon so ein kleines Hobby. Wird halt gepflegt, gehegt und gepflegt. Genau. Sieht aus wie fast am ersten Tag. Ja, und ansonsten halt echt ein bisschen daddeln, weil es halt viel Arbeit und YouTube nimmt halt auch viel Zeit in Anspruch. Deswegen, wenn wir Zeit haben, versuchen wir zu drehen. Ansonsten versuche ich halt auch Zeit mit meiner Freundin zu verbringen. Der ich übrigens sehr dankbar bin, dass sie mein Hobby YouTube und Shisha doch sehr unterstützt. Weil ja. Ich glaube, manchmal geht ihr das doch ziemlich auf die Nerven. Das muss man dazu sagen, das stimmt schon. Jay Mottner fragt, benutzt ihr irgendwelche besonderen Pflegeprodukte für euren Bart? Ich tue das auf jeden Fall. Weil ich habe mir ja mal was länger, mal was kürzer. Also ich pflege meinen Bart wirklich jeden Tag mit speziellem Bartshampoo. Das wechselt auch regelmäßig. Ich habe momentan Neues für mich entdeckt. Ich benutze das von Brooklyn Soap Company im Moment. Das ist sehr geil. Das ist so ein bisschen mit Menthol. Das erfrischt so ein bisschen die Haut. Das kühlt so ein bisschen die Haut. Und davon benutze ich natürlich auch das passende Öl. Aber ich benutze auch gerne das Big Red, falls es einen interessiert. Das sind meine Bartpflegeprodukte. Ja. Ich kämme meine halt gelegentlich mit so einem bestimmten Holzkamm und das heißt regelmäßig jeden Tag. Ja, es ist so ein bestimmter Holzkamm, den haben wir uns mal zusammengestellt und benutze halt gelegentlich mein Bartöl. Ich kürze meinen ja immer relativ oft, weil mir steht so ein Monsterteil einfach nicht wie meinem Bruder. The Flow Gamer, was arbeitet ihr und wie seid ihr zum Shisha-Rauchen gekommen? Ich bin Maschinen- und Anlagenführer momentan, fange aber in wenigen Tagen eine neue Ausbildung an, im selben Bereich, damit ich danach nochmal aufbauen kann, Techniker dranhängen kann und so weiter und so fort. Ist der einzige Grund, warum ich diese Ausbildung jetzt nochmal mache, weil ich habe schon welche.
Ja, ich habe eine schulische Ausbildung zum Koch. Ich habe Maler und Lackierer vollständig gelernt. Und eine angefangene Ausbildung zum Fahrzeuglackierer. In dem Bereich könnte ich jetzt auch arbeiten, musste nur leider frühzeitig aufhören wegen einer Steißbandoperation und lag dann 7 Monate bettkrank. Ja, ich bin ebenfalls Maschinen- und Anlagenführer in einer anderen Firma. Wie ich zum Shisha-Rauch gekommen bin, keine Ahnung. Irgendwann hatte irgendjemand mal, wie das fast so bei jedem war, so ein Ding auf dem Tisch stehen, schön mit Selbstzünder. Man fand es halt einfach geil, auch wenn es gekratzt hatte und gekotzt hat wie so ein Wallach. Richtig. Aber man fand es halt einfach geil und irgendwann, als ich dann noch durfte mit 18 rum, hat man sich dann auch mal selber so ein Ding gegönnt, wie gesagt. Sweet, die Mutter hat mir meine mit 16 gekauft. Ah. Kurz nach dem Kreuzfest. Dadurch bin ich dazu gekommen. Das ist der Vorteil des kleinen Bruders. Ja. De Eggel fragt, was ist eure Lieblingskombi? Shisha, Tabak, Kopf und so weiter, wie ihr halt am liebsten raucht. Also am allerliebsten, also Pfeife habe ich wirklich keine absolute Lieblingspfeife. Ich wechsle sie auch regelmäßig, weil wäre sonst schade um die ganzen Pfeifen, die auch da stehen. Also ich benutze auch regelmäßig, keine Ahnung, so meine vierte, fünfte Pfeife, das ist eine Kaya. Die kommt auch regelmäßig mal wieder auf den Tisch. Im Moment rauche ich am meisten mit der Zich und Buff. Und Setup ist am meisten im Moment, ist auch wirklich abhängig. Das ist mal so, mal so. Im Moment ist es der Hotshot RT mit Kamin. Aber ich habe auch mal Zeit, eine Rausche einfach nur mit gerne mit Tonkopf. Das ist unterschiedlich. So wie jetzt. Ja, mein Lieblingssetup ist Pfeife, keine Ahnung. Also Pfeife wechsle ich halt auch wirklich relativ oft. Jetzt seit ein paar Tagen benutze ich hier immer die Ocean Bunker Magnolia Mini. Ansonsten, ja, gelegentlich mal meine Tradi, meine Chalebo, die ich habe, die Asafira. Oder meine Ali Pasha für Doppelapfel Setup. Mal so, mal so. Also ich bin da nicht festgelegt. Also ich rauche auch oft mit Hotshot, RT und Kamin. Manchmal auch dieses Setup hier, normaler 5-Lock Tonkopf und Kamin. Aber je nachdem, was für ein Tabak halt. Also Alfache rauche ich immer auf, ja, Noppen oder Vollkontakt in einem Funnel mit Fireflower drauf. Oder halt Alufolie bei Keys mit Tangiers und so weiter und so fort. Thomas Schott fragt, wo habt ihr eure tätowieren lassen? Also wo habt ihr eure Tattoos stechen lassen und haben eure Tätowierungen bestimmte Bedeutungen? Also ich habe angefangen damals, als ich beim Bund war, war ich beim Ghost Tattoo in Koblenz und danach habe ich durch einen Freund meinen jetzigen Tätowierer kennengelernt, den Marco, der auch mittlerweile ein sehr, sehr guter Kumpel von mir ist. Stammkunde halt. Hat sich halt irgendwann auch zu einer guten Freundschaft entwickelt. Das ist das Inkjet Tattoo Studio in Eitorf. Wenn es interessiert. Sehr geiler Tätowierer. Hauen wir den Link einfach mal drunter. Sehr lustiger Typ. Ja, und dadurch, ich beantworte deine Frage einfach mal mit, ist er halt auch da zu Marco Inkjet gekommen durch mich halt, weil ich halt, da ich der Jüngere bin, auch viel, viel früher mit dem Tätowieren angefangen habe. Der Ältere. Der Ältere. Viel, viel früher mit dem Tätowieren angefangen habe und ja, viel Platz, wie ihr seht, habe ich auch nicht mehr. Haben meine Tattoos eine Bedeutung? Ich beantworte die Frage mit Nein. 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 Ich habe kein Tattoo, was eine bestimmte Bedeutung hat. Mir gefallen einfach nur bunte Bilder auf der Haut. Für mich muss das auch nicht so sein, dass das Tattoos eine Bedeutung haben müssen. Für mich sieht es einfach gut aus und mir gefällt es. Ich habe Spaß daran und für mich braucht das keine große Bedeutung. Bei mir ist nur, ich habe die Füße tätowiert mit dem halben Zeichen von Batman, halben Zeichen von Superman. Das hat von euch wahrscheinlich auch keiner gesehen. Habe eins auf dem Arm, das war nicht bei Marco, auch die Füße waren nicht bei Marco. Das auf dem Arm war so eine kleine Jugendsünde, sage ich mal. Wird auf jeden Fall irgendwann mal ein Cover-Up folgen. Das auf der Brust, was ihr wahrscheinlich schon öfter gesehen habt, das war bei Marco. Und das hat für mich eine Bedeutung, und zwar ist das für meine verstorbene Oma. Niklas Micke hat gefragt, mir ist aufgefallen, dass sie immer nur mit einem Stab raucht, egal ob kleine oder riesen Monsterpfeife. Macht ihr das nur für YouTube oder auch privat?
da wir nicht zusammen wohnen, rauchen wir auch gelegentlich. Rauchen wir selten zusammen. Und wenn wir mal zusammen unsere Freizeit verbringen, bei ihm, bei mir, keine Ahnung, bei dir, gucken wir öfter mal irgendwelche amerikanischen Sports-Events mitten in der Nacht, haben wir auch zwei Pfeifen an, weil wir auch nicht immer sofort dasselbe rauchen wollen oder wie auch immer, wenn wir selber rauchen, trotzdem nur mit einem Schlauch, weil es einfach angenehmer ist. Und die Pfeife hält auch durchaus länger, als wenn man mit zwei Schläuchen an einer Pfeife zieht. Richtig. Und bei YouTube ist es allgemein, weil einer muss reden, der andere raucht in der Zeit. Wenn beide ziehen würden, sagt keiner was und das kommt scheiße in dem Video. Ist einfach so. Danach ist so eine leere Pause und die nervt einfach. Die nervt euch, die nervt uns, deswegen machen wir es nicht. Mau her hat eine ganz schöne Frage gestellt. Jay, hast du ein Intimpiercing? Tja, was soll ich dazu sagen? Geht dich nichts an, Alter. Kasuto Kirikaya. Seid ihr beide richtige Brüder und wie kam es dazu, dass ihr einen YouTube-Kanal eröffnet habt? Ja, wir sind richtige Brüder. So mit Blut und so? Also mütterlicherseits, ne? Also wir haben zwei verschiedene Väter. Genau, Halbbrüder, was wir aber nicht so sehen. Ich bin halt ein Scheidungskind, aber das ist alles cool. Meine Eltern, meine beiden Väter sind für mich beides meine leiblichen Väter. Im Prinzip, ich sehe die beide so. Verstehen sich auch alle untereinander super gut. Von daher habe ich nie einen Nachteil daraus gehabt, dass ich irgendwie ein Scheidungskind bin oder so. Bin gut aufgewachsen, alles cool. Ja, also wir sind quasi zwei richtige Brüder. Wie kam es dazu, dass ihr einen YouTube-Kanal eröffnet habt, hat er noch gefragt. Das war durch den Brohood Fireflower. Und zwar haben wir das Ding gesehen im Netz damals und haben uns gesagt, wir kannten den Kanal Bluetooth noch nicht, ja, deswegen war das für uns was ganz Neues. Haben uns da nie so richtig reingelesen, wir haben halt nur hobbymäßig so ein bisschen geraucht. Und fanden das einfach richtig geil, dieses Produkt, und wollten uns unbedingt das Ding zulegen. Hat Jay dann auch als erstes von uns beiden getan und hatte richtig Probleme damit. Also der hat echt viel Tabak durch das Ding gehauen, bis es richtig lief. Und dann habe ich gesagt, hier... Verzweifelt bin ich, verzweifelt! Dann scheiß Ding, ich hau's raus! Weg! Wirklich, die Sprachnachrichten waren sehr lustig. Ich habe gesagt, pass auf, ich hol das Ding mal ab und kick einfach mal, wie das so funktioniert. Und ja, hab das dann getestet. Das hat dann bei mir auch relativ gut funktioniert. Das war übrigens dann auch unser erstes Review, weil ich zu ihm gesagt habe, hier, hör mal, darüber gibt's keine Reviews. Lass uns doch einfach mal ein Video drehen. Nur dieses eine, damit andere Leute nicht das Problem haben, wie wir es haben. Damit ihr nicht so viel Tabak verschwendet wie er. Ja. Und haben wir das Video gedreht und die Rezensionen waren einfach geil. Die Leute, die haben cool reagiert, haben gesagt, klar, macht weiter, bla bla. Und dann haben wir gesagt, ja, why not? So. Wir hatten in dem Moment richtig Spaß daran. Genau. Zwischendurch hat man auch keinen Spaß mehr daran, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir hatten auch schon ein, zwei Mal die Phase, wo wir gesagt haben, eigentlich keinen Bock mehr. Richtig. Aber wir raffen uns immer wieder auf und haben dann doch wieder Lust. Und dadurch haben wir jetzt auch unsere 4K zu verlangen. Yes, well. Vielen sehr, Dank sehr nochmal geil dafür. Florian Arp fragt, nur noch PX1 Mettwurst oder nur noch Adaya Rose? Adaya Rose. Definitiv. Definitely. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Videos von Leuten gesehen habt, die PX1 Mettwurst probiert haben. Lustig. Guckt einfach mal nach auf YouTube. Ihr findet bestimmt was. Der gute Mutzi vom SK-Clan hat quasi keine Frage gestellt, gesagt, ihr Elenden. Alter, was ist das für eine Frage? Konzentrier dich. Manometer, ne? Pierre Rheinland-Boxer, der fragt, eure Meinungen zur neuen Tabakverordnung? Ja, ist eigentlich ganz kurz. Bullshit. Absolut. Also ach, ich weiß nicht, was das soll, dass da keine Früchte mehr drauf sein dürfen. Weiß nicht, was das soll mit den Bildchen. Und vor allem keine Früchtebezeichnung mehr. Ich habe jetzt die Bilder gesehen von Adaya, die das jetzt ein bisschen umgeändert haben. Da hast du nur noch so ein kleines Bild, wo Adaya draufsteht, keine Früchte mehr, Doppelapfel heißt, glaube ich, 2App. Ja. Totaler Bullshit, ja, also ich weiß nicht. Vor allem muss doch bewusst sein, ey, wenn du so ein Gesetz durchsetzt, dann kommt doch irgendwo eh eine Liste her, wo man weiß, was drin ist. Ja, die Liste werden wir auch irgendwann mal bekommen und euch dann genau sagen, also es ist für mich totaler Bullshit. Und ich finde es jetzt schon schade, weil auch wir mit unserem Tobacco, ich fand das Design immer cool, und wenn da jetzt 60% so Scheißbilder drauf sind, die meiner Meinung nach nichts bringen.
Keine Sau raucht dadurch nicht weniger. Oder raucht dadurch weniger, ja. Gar nichts. Nix. Größte das, Bullshit. Das wirklich. Wird nicht rückläufig. Das ist totaler Bullshit. Sebastian Höfer, warum gibt es von euch keine Caps oder Shirts? Das ist eine sehr gute Frage. Wir persönlich glauben einfach, dass wir dafür zu klein sind. Dann gibt es verschiedene Shops, wo man sowas machen lassen kann, wo man die dann online kaufen kann. Wie zum Beispiel beim Keller oder beim Schmidt. Ich weiß nicht, was die dadurch haben, also was die dadurch verdienen. Ich weiß auf jeden Fall, bei unserer Größe würde da definitiv eh nichts abspringen. Und wir müssen die ganzen Designs machen und so weiter und so fort. Wir hatten aber schon mal drüber nachgedacht, ob wir sowas machen. Die Idee ist auch immer noch im Hinterkopf, also wir bleiben da auf jeden Fall mal am Ball. Ja, aber im Moment denken wir halt einfach, dass wir da noch zu klein für sind, dass das... Richtig. Dass sich das generell lohnt, überhaupt die Sachen produzieren zu lassen. Es geht doch nicht mal darum, dass wir da einen großen Gewinn haben wollen oder so. Ach, das sowieso nicht. Selbst wenn wir da auf Null rauskämen, wäre uns das noch relativ egal. Aber es muss ja auch Leute geben, die die Kacke dann kaufen, sage ich mal. Wenn du, keine Ahnung, 1000 T-Shirts produzierst und es werden nur 100 gekauft, ist das schon für den Arsch. Der Marvin D. Pass oder T. Pass, kann ich nicht aussprechen. Was war der schlimmste Tabak, den ihr je geraucht habt? Alwaha Zigarre Vanille, den fand ich katastrophal. Ich mag keine Zigarre, deswegen fand ich den absolut ekelhaft. Und den Pro Data Shiny Mojito ist der. Shiny Mojito. Boah. Also den fand ich so schämlich, ey. Also von dem Shiny Mojito waren wir halt ein bisschen enttäuscht damals, weil es so gefeiert worden ist. Angeblich als der beste Mojito überhaupt. Und dann haben wir den geraucht mit voller Vorfreude und ja. Chemie pur. Aber meiner war der Starkner Pomp Grenade. Das war Seife pur. Es hat so geschmeckt und auch so gerochen wie diese Brise One Touch Dinger Granatapfel auf dem Klo, ja. Die da schön nach dem Caken drückt. Richtig. Nee, war ekelhaft. Richtig. Tobias Kaube. Nehmt ihr normales Leitungswasser für die Bowl oder destilliertes? Ich nehme destilliertes, da es damit keinen Kalkrand an der Bowl gibt. On der Bowl gibt. Also wir benutzen beide normales Leitungswasser, ja. Weil wir eigentlich unsere Pfeifen regelmäßig reinigen. Richtig. Also ich mache meine eigentlich nach jedem vierten Kopf und spätestens jeden dritten Tag sauber. Ich habe da auch so eine für eine Wein. Garaffe heißen die, glaube ich. So eine Bürste. Die kann man schön biegen, damit kommt man überall hin. Gibt es gerade bei Shibo für 7,99 Euro, glaube ich. Oder 6 Euro. Damit kommt man schön überall hin. Und ansonsten, du hast auch einen coolen Trick rausgefunden, um sie sauber zu machen. Ja, und zwar habe ich mir was überlegt. Hat mir einen Gegenstand gesucht, der klein ist. Weil viele sagen ja, schmeiß Reis rein oder Zentstücke und weiß ich, Reis, Lebensmittel muss ich dafür nicht verschwenden. Zentstücke habe ich eine Zeit lang gemacht, aber ihr habt halt auch Bowls, wo das Glas relativ empfindlich ist oder dünnwandig ist. Ich habe mir Airsoft-Kugeln bestellt, 5000 Stück. Und relativ günstig, ich glaube 13 Euro oder was bei Amazon. Nimm dann immer so einen Messbecher, kipp da ein paar rein, ein bisschen Wasser drüber, beides zusammen in die Bowl, shake das keine Minute und schon ist die Bowl wie neu. Wie neu. Also absolut genial und ich benutze dann immer so, keine Ahnung, 1000 bis 2000 Kugeln. Ich zähle das nicht ab, aber ihr seht das an dem Behälter, wie viel ihr reingibt. Ja, es geht relativ easy, schnell, effektiv. Und dann kommen wir zur letzten Frage, die ist vom Shisha Buddy. Darf ich das FAQ beenden? Nö. Nö. Hast du hiermit trotzdem getan? ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber... ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht, das kleine, große FAQ. FAQ, voll Schwachsinn. Deutsch, Englisch, FAQ. Total, egal. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, sharing is caring. Abonniert unseren Kanal, Support ist kein Mord und so weiter. Ihr kennt das alles. Und in diesem Sinne, sagen wir einfach nur noch, bleibt geschmeidig.